Whatever. Bye, bye. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pro Evolution Soccer 2014. Heute mit dem Spiel Bayern München gegen PSV Eindhoven. Hier sieht zu Gast die Holländer wieder hier bei Bayern und Ribéry, Alaba. Ja, wollte ich schnell machen. Im ersten Spiel AC Mailand. Direkt Vollgas. Wurde aber nichts draus jetzt. Ich habe eine kleine Veränderung gemacht in der Startaufstellung. Ich habe jetzt direkt Thiago drinne und Shaqiri, weil mir Robben nicht gut gefallen hat. Und Thiago ein recht gutes Spiel gemacht hat, sobald er eingewechselt war. Sehr passgenau. Ja, Alarm muss da hinterher. Willems. Das ist gut. Shaqiri jetzt. Na, kommt da nicht ran. Doch, kommt. Nein. Kommt da nicht ran. Williams. Oh, Dante muss da rausrücken. Das gibt Freistoß und das müsste gelb sein. Für Dante. Oder rot? Gelb. Zum Glück. Gelb. Aber Eindhoven hat einen verletzten Spieler. Na gut, angeschlagenen Spieler. Boateng, stark. Mandzukic, Ribéry. Mandzukic. Ribéry muss mit. Oh, Mandzukic. Was machst du denn da? Meine Fresse. Müller. Kommt auch nicht dran. Ribéry jetzt gegen Manov oder so. Mandzukic. Kommt da nicht dran. Da ist der verletzte Spieler wieder. Jetzt mal gerade so zwischendurch. Maher. Nach Xing. Matavs steht im Abseits. Zum Glück. Ich weiß nicht, wie Neuer da reagiert hätte. Jetzt Dante mit dem Abstoß, Abschlag, wie auch immer. Ribéry. Stark. Ribéry jetzt. Auf Alaba. Ribéry wieder. Ah, den kriegt er nicht. Alaba ein Stück zu weit gepasst. Sonst wäre es gefährlich geworden. Oje, oje, oje. Stehen die weit vorne. Dante jetzt. Mal her, Struttmann. Shaqiri. Willems. Zanka. Ribéry. Rennt nach oben. Stark. Mal her. Müller. Kommt da nicht dran. Schon stärker jetzt. Mandzukic. Boah, schlechter Pass. Zu stark gepasst. Dante muss dahin. Alaba rennen. Komm, Alaba, komm. Ja, sehr schön. Alaba auf Philipp Lahm. Thiago. Boah, die Pässe, die Y-Pässe sind ja grauenhaft. Beziehungsweise für die PlayStation-Spieler die Dreieckpässe. 1:0, Eindhoven. Wijnaldum. Kennt kein Arsch. 1:0, Eindhoven. Boah, die sind echt krass. Thiago. Lahm. Shaqiri. Müller. Mandzukic. Zanka macht das gut. Strautmann auf Matev. Matev oder so. Matasev. Alaba, stark. Lahm. Ist gefährlich. Boateng. Gut. Manolev. Natsching. Naja. Shaqiri. Ei, meine Güte. Schweinsteiger, Ribéry. Ribéry, Ribéry, Ribéry. Ribéry macht das gut. Ah, da läuft er ins Aus.
Wäre fast vorbei gewesen. Mal her. Zanka. Zukic bleibt dran. Die Pay. Gegen Shaqiri. Zanka. Willems. Boateng. Thiago. Oh. Dante kommt da nicht ran. Boateng wieder. Flam. Thiago. Shaqiri. Lahm. Stark. Flanke. Und Mandzukic. Tor! 1:1. Mario Mandzukic. Was für eine schöne Flanke von Lahm und was für ein Kopfball. Prallt noch gegen den Pfosten und geht dann ins Tor. 1:1. Zum Glück, meine Güte, ich wollte mich schon wieder aufregen hier. Komm hier, Pess. Na gut, 1:1. Ah, es ist in Ordnung. Ich müsste ja eigentlich gegen die ganzen Schwachen, gegen die zwei schwachen Mannschaften in der Gruppe, auf jeden Fall gewinnen. Da habe ich nicht den wirklichen Zwang, gegen AC Mailand zu gewinnen. Oh, Depay. Vielleicht patzt ja dann auch noch AC Mailand. Thiago. Oh. Warum Mandzukic da zurückläuft, fragt mich nicht. Lahm, Alaba. Das sicher. Reparé. Schweinsteiger, bla. Wow, der hätte ja schräg spielen müssen. Jetzt wieder auf Müller. Müller. Müller, Tor. 2:1. Thomas Müller. Stark gekämpft wieder Müller. Mit dem Kopf zu Ribéry, Ribéry mit der hohen Flanke. Und Müller war durch. Da sah der Torwart aber auch nicht wirklich gut aus. Aber ich glaube, Neuer hätte ihn genauso wenig gehalten. Thiago kommt da nicht ran. Jetzt Willems. Willems. Shaqiri macht das gut. Macht das gut. Müller. Shaqiri. Der könnte jetzt ausgehen. Nein, geht. Ja doch, geht denn aus. Shaqiri wieder zurückgepasst. Einfach, weil er es kann. 61% Ballbesitz für Eindhoven. Bayern aber in Führung. Das ist das, was zählt. Toren. Shaqiri jetzt. Nein. Willems wieder. Lahm. Lahm. Dann kommt er nicht dran. Jetzt mit der Flanke. Neuer muss da rauskommen. Neuer braucht nicht rauskommen. Dante ist da. Und muss ich aufpassen. Müller. Shaqiri. Shaqiri auf Ribéry. Minolev. Ribéry jetzt. Ribéry. Mandzukic kommt da nicht vor dem Tor dran. Titan macht das super. Diesmal. Boateng, Dante, Alaba, Ribéry. Oh, Minolev. Nein. Einwurf für PSV. Nein, für Bayern sogar. Müller. Kämpft er da wieder? Er kämpft, aber kriegt den diesmal nicht. Lahm muss zurück. Willems jetzt. Willems. Lahm läuft. Der Spieler von Eindhoven kommt aber nicht ran. Lahm. Boateng. Gefährlich. Neuer. Ribéry. Alaba. Müller. Starker Pass. Alaba. Mandzukic und Müller müssen da irgendwie drankommen. Tun sie aber nicht. Strottmann jetzt. Und die Fans geht ab. Das ist unglaublich. Alaba. Na, kann ihn nicht kontrollieren. Wird da ins Ausgezogen quasi.
Minolev stand im Aus. Deswegen Einwurf Ribéry. Thiago. Shaqiri, Thiago. Nee. Thiago kriegt ihn nicht. Boateng. Das gibt einen Freistoß. Jetzt ergreife ich auch die Chance und wechsle. Ja. Tun wir mal Pizarro rein. Und holen mal Schweinsteiger runter gegen Kroos. Und Dante raus gegen Batschuma. Und weiter geht's. Willems jetzt mit dem Abstoß, Abschlag, wie auch immer. Batschuma. Thiago Strottmann jetzt. Mal her. Toni Kroos. Stark. Müller. Pizarro auf Müller. Der ist durch. Müller ist durch. Müller, Tor. 3:1. Thomas Müller. Der absolute Hammer, der Junge. Unglaubliches Tor. Stark gespielt, aber auch von Pizarro. Dieser traumhafte Pass. Der Abwehrspieler von Eindhoven. Bleibt da eine Zeit zu lang stehen und Müller ist durch. Schießt das 3:1. Das muss es doch gewesen sein. Ich da jetzt nicht irgendeinen riesen Bockmist noch baue. War's das? Ich beschwer hier noch nichts. Sag hier noch nichts. Und naja, ist draußen. Naja, auf Alaba. Müller. Ribéry schleicht sich da vorbei, steht aber dann im Abseits. War knapp, denke ich mal, aber er steht halt im Abseits. Abseits ist Abseits. Boateng. Ribéry, Toni Kroos. Ribéry kommt da nicht dran. Jetzt mal her. Nagy Smith oder sowas. Toni Kroos, Müller. Müller ist durch. Müller auf Pizarro und mit der Hacke. Müller wieder. Boah, Müller kämpft, kämpft, kämpft. Das reicht ihm noch nicht. Jetzt Toni Kroos mit der Ecke. Mit der Flanke und Pizarro. Bartstuba. Boah, Titan. Klasse Parade. Oder Titon. Boateng. Da kommt keiner dran. Auch Alaba nicht. Ich wechsle jetzt noch einmal. Wie tun wir denn jetzt rein? Tun wir mal Ribéry raus gegen Rom. Die zwei tauschen wir dann. Alaba. Toni Kroos. Stark. Zaro, da kommt keiner dran. Matafs. Batschuba. Shaqiri. Müller. Müller macht das gut. Müller, ein klasse Spiel von Müller. Thomas Müller. Bakalli. Thiago. Kommt da nicht ran. Boateng jetzt. Boateng. Müller rennt nach oben. Zaro kriegt den nämlich nicht. Und jetzt Einwurf. Jetzt die Auswechslung. Jetzt kommt ein frischer Robben rein. Nö, was? Warum? Hallo, du sollst ihn auswechseln. Hä? Was hat er denn jetzt ausgewechselt? Ich hab da noch eine Wechselung. LOL. Der hat nicht ausgewechselt. Ribéry auf Lahm. Flanke geht nicht wegen Dings halt. Hat er jetzt doch ausgewechselt? Hat er nicht. Die haben eine Auswechslung geklaut.
Unfassbar. Na gut, dann nicht. Philipp Lahm, Shaqiri. Shaqiri setzt sich da stark durch. Shaqiri jetzt. Zakali oder so. Ich glaube, Zakali war das. Mit der Ecke. Toni Kroos. Zu flach. Leicht abzuwehren von der Abwehr. Da steht ja gar keiner. Boateng mit der Flanke. Ribéry kommt nicht durch. Matafs. Boateng. Toni Kroos kommt da nicht dran. Jetzt Matafs wieder. Alaba. Toni Kroos. Maher. Ribéry. Müller. Pizarro wollte wieder den hohen Lupfer machen auf Müller. Wäre auch beinahe wieder durchgegangen. Matthäus jetzt gegen Toni Kroos. Neuer. Hält. Batschuba. Ribéry. Ribéry jetzt. Ribéry jetzt. Ribéry jetzt. Ribéry. Ribéry. War das super. Ribéry immer noch. Jetzt ist er getrennt worden. Aber Pizarro, Starkkämpfer. Da Müller beinahe mit seinem Hattrick für das Spiel. Aber das war's. 3:1. Aber was für ein Sololauf jetzt noch von Ribéry. Am Schluss. Wie Kräfte eigentlich schon zu Ende sind. Ein 3:1, drittes Spiel. Zweiter Sieg. Kann man sich nicht beschweren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Pro Evolution Soccer 14 UEFA Champions League. Bis dahin, macht's gut. Ciao.